Vielleicht kannst du die Tür mit deinem Klon erreichen, bevor sie sich schließt. Das entworfen hat, wusste genau, was er tut. Thank you.
sieh dir den in der Mitte an. Wow. Wie cool. Und wie schön. Aber wo sind die Holzfiguren? Was? Haben wir sie schon verloren? Oh, und jetzt? Weiß ich nicht. Sagt er das Buch, was wir machen sollen, wenn wir die Dinger aus den Augen verlieren? Nein, er hat immer nur weiter über die Zeit gequatscht. Ja, leider. Wieso hast du ihm zugestimmt? Naja, es ist wahr. Du bist nie da. Cody, denkst du wirklich, dass ich mir aussuche, nicht zu Hause zu sein? Keine Ahnung. Aber ganz genau so ist es. Und das schon lange. Ich habe doch keine Wahl. Was meinst du? Wenn ich meinen Job verliere, dann verlieren wir alles. Okay. Aber wenn du nie da bist, verlieren wir uns. Hm. Sieh mal, da sind sie. Ah. Los, folgen wir ihnen. Weiter folgen. Wieder mal Erfolg gehabt. Und weg sind sie. Ich frage mich, wo sie hinwollen. Tatsächlich ziemlich gut aus. Hey, bleib an den Figuren dran!
Alles klar. Dann öffne jetzt einfach das Tor. Sollte ein Klack sein. Nein! Oh. Wo wollen die hin? Wie sollen wir ihnen jetzt folgen? Cody, hör auf zu jammern. Finden wir einen anderen Weg. Ich hab nicht gejammert. Dieser Uhrenturm ist riesig. Ist das unser Ziel? Ganz genau. Aber um hineinzukommen, müsst ihr die Geheimnisse der kleineren Türme lüften. Uno, dos. Seht ihr? Nur eine Idee. Warum lässt du uns nicht in den großen Uhrenturm? Und das sofort. Ja, wir müssen so schnell wie möglich zurück in unsere echten Körper. Geduld, May. Zeit ist eine Illusion. Es gibt nur das Jetzt. Ja! Fühlt ihr es? Nichts anderes als jetzt! Alles geschieht jetzt! Fühlt ihr's? Oh ja, ich fühl's, dass du extrem nervig bist! Genau jetzt! Jetzt! Hey, Buch! Was ist das für eine komische Kugel? Ja, das, meine Freunde, müsst ihr selbst herausfinden! Wir sind nicht seine Freunde. Hey, Cody, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir diese Vögel nutzen. Okay. Die können fliegen. Natürlich können sie das. Das sind Vögel. Klar, aber die sind aus Metall. Genau wie Flugzeuge, Cody. Schon klar, Frau Schlau-Schlau. Aber das sind keine Maschinen. Es sind fliegende Vogelmaschinen. Sieh dir den Turm an. Womöglich können wir dort landen. Von hier abhauen. Warte, wir müssen erst die Rätsel lösen. Du klingst ja wirklich begeistert. Naja, diese Symbole sehen interessant aus. Sieht so aus, als könnten wir die reinhämmern.
schön, dich wiederzusehen. Naja, ich dachte, ich nehme mir Zeit für dich. Ich mag diese komischen Lichter nicht. Sieht gefährlich aus. Ja, absolut. Ich glaube, wir brauchen sie. Brauchen? Wofür? Um das auszuschalten. Okay. Also, Kinderspiel! Wie ein Spaziergang im Park!